Ja, Sebastian, die Serie geht weiter. Fünfter Sieg in Folge. Was war heute ausschlaggebend für dieses 4:1 über Erfurt? Ich glaube, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben gute Ballstaffetten gehabt, gute Torchancen rausgespielt. Haben wir in den letzten Pässen haben dann gefehlt, da muss mehr konsequent rein, dass wir dann höher in die Pause gehen, denke ich. Wir haben wenig zugelassen. In der zweiten Halbzeit waren wir einfach so sorglos. Das war nicht das, was wir spielen wollten. Und da muss ich auch Finger in die Wunde reinlegen. Es geht so nicht, das müssen wir aufarbeiten in der zweiten Halbzeit. Aber ihr habt trotzdem weiter auch nach vorne gespielt. Es sah über 90 Minuten dominant aus und es sah auch über 90 Minuten so aus, dass ihr einen konkreten Plan verfolgt. Ja, den haben wir seit der Saison eigentlich schon und jetzt verfolgen wir den, jetzt stehen alle hinter dem Plan und auch die Spieler, die reinkommen. Letzte Woche Toni für mich hat super gespielt, jetzt ist es wieder so, da musste er auf die Bank, es war eine schwere Entscheidung, aber er hat es akzeptiert und es ist noch unser neuer Teamgeist, unsere neue Mannschaft, dass alle hinter dem Ziel stehen, den wir haben und genau das ist der neue Kickers und da müssen wir weitermachen. Wie froh seid ihr, dass jetzt auch endlich der Erfolg zurückkommt? Ihr hattet ein schweres Jahr 2017, aber im Moment scheint irgendwas mit der Mannschaft passiert zu sein, dass es wieder läuft in den letzten Wochen. Ja, wir hatten in der Tat ein schweres Jahr. Ich glaube, die das ganze Jahr dabei waren, die ja, sind unglaublich intensiv gewesen, die Zeit. Jetzt sind wir einfach froh, dass wir in den 5 Spielen 5 Siege einfahren durften, dass wir uns ins Mittelfeld gesichert haben und da bin ich einfach unglaublich froh. Trotzdem, wir müssen so weitermachen. Wir wollen auch nächste Woche gegen Meppen den 6. Sieg. Du als Kapitän bist einer, der auch mit Haut und Haar Kickers ist. Kannst du kurz ein bisschen dein Innenleben mal nach außen kehren, wie du dich im Moment jetzt nach diesen Wochen fühlst? Ist einfach ein unglaublich gutes Gefühl. Ich freue mich nicht nur für mich, nicht nur für die Mitarbeiter alle, sondern auch für den ganzen Fans und für den ganzen Verein. Wir haben hart gelitten, 10, 11 Monate. Jetzt sind wir alle glücklich. Aber wie gesagt, wir dürfen uns nicht ausruhen. Ja, Felix Müller, das war ja fast das perfekte Spiel heute von dir. 3 Torvorbereitungen und 1 dann auch selber geschossen. Besser geht's ja fast eigentlich gar nicht, oder? Ja, also kann ich mich anschließen. Da kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein heute. Was vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig immer aussieht, nämlich gegen den Tabellenletzten zu spielen, den kann man ja auch leicht mal unterschätzen. Das ist euch heute auf keine Fälle passiert. Ihr wart sofort drin im Spiel. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also uns war klar, dass es auch ein ekliges Spiel werden kann, aber ich finde, dass wir von der ersten Minute an Vollgas gegeben haben und uns gute Chancen rausgespielt haben und dann auch früh das Ding in die richtige Richtung gelenkt haben und so dann auch zu Ende gespielt haben. Man hat auch das Gefühl, ihr habt unheimlich Lust, Fußball zu spielen. Ja, es macht Spaß, also das sieht man auf dem Platz. Wir haben Power im Anlaufen, im Gegenpressing und das macht auch Bock. Und dass wir mit dem Ball auch was anfangen können, das sieht man auch. Das wissen wir bei dir natürlich auch und wir wissen auch, dass du die Offensive liebst. Trotzdem fällt auf, dass gerade auch ihr Offensiven unheimlich viel Defensivarbeit im Moment verrichtet und erfolgreich verrichtet. Du hast 1, 2 Bälle erkämpft, nach 2 Balleroberungen durch dich ist auch direkt an ein Tor gefallen. Ja, na klar, das gehört auch zum Fußball dazu. Defensivarbeit, wir müssen auch mit allen 10, 11 Mann das Ding verteidigen und das geht in der ersten Reihe los und genauso machen wir es und genauso ist dann beim Umschalten, dass wir angreifen, da, wenn ich das zweite Tor nehme, da sprintet auch der Göbi von rechts hinten vorne in die Box rein und schiebt das Ding rein, also das passt im Moment ganz gut. Normalerweise ist, glaube ich, Orhan Ademi der Mann, der bei euch die Elfer schießt, der war aber schon ausgewechselt und du hast das Ding ja auch selber rausgeholt. Beschreib kurz, was dir im Kopf vorgegangen ist, als du angelaufen bist. Ja, habe ich im Orhan schon gesagt, das wäre mir heute egal gewesen, auch wenn er noch auf dem Platz gewesen wäre. Ich habe das Ding rausgeholt und ich glaube, das habe ich mir heute auch verdient, dass ich den dann selber mir nehmen kann und ja, bin cool geblieben, habe das Ding reingeschoben. Allerdings und dann noch die große Freude bei der Auswechslung, Sonderapplaus nochmal bekommen, also es war der perfekte Tag für dich, oder? Ja, ich glaube die letzten Wochen, die sind schon ganz gut und machen richtig Spaß und ja, dann nach so einem Spiel auch am Ende ausgewechselt zu werden und noch einen Applaus von den Zuschauern zu bekommen, das macht schon Freude. Ja, Christopher Bieber, Wiedersehen in Würzburg am Dallenberg, an dem du ja auch lange erfolgreich gespielt hast. Mit welchen Gefühlen bist du heute aufgelaufen? Ja, also war natürlich mal wieder froh hier zu sein, ja, mal wieder hier zu spielen. Ja, jetzt im Endeffekt wäre ich lieber zu Hause geblieben. 4:1 verloren, ist natürlich scheiße, aber
Gut, die Würzburg hat sich klar verdient, war klar die bessere Mannschaft und von daher muss man das als Sportler dann auch akzeptieren. War für dich, glaube ich, auch als Stürmer sehr schwierig. Du hast wenig Bälle bekommen, hast ziemlich in der Luft gehangen. Warum läuft es dann bei euch im Moment nicht so? Das kann ich nicht erklären. Also muss dann der Trainer vielleicht erklären. Ich habe versucht, alles zu geben. Dann viel gerackert vielleicht, aber so vorm Tor waren wir halt auch nicht entscheidend da, haben kaum Bälle nach vorne bekommen. Und von daher ja, müssen wir das einfach akzeptieren, dass Würzburg heute klar besser war. Du verfolgst den Weg der Kickers natürlich, weiß ich. Wie siehst du im Moment diese Änderung nach dem Trainerwechsel auch in der Art und Weise, wie die Kickers plötzlich wieder spielen? Nicht nur erfolgreich, sondern eben auch, wie ich finde, richtig gut. Ja, auf jeden Fall, ja. Also die Neuzugänge, was sie auch geholt haben, also es war klar, dass sie dann irgendwann auch einschlagen und ja, dass dann der Erfolg zurückkehrt und jetzt sieht man, was die Mannschaft für ein Potenzial hat. Aber ich kann mich damit nicht so viel beschäftigen, ich stecke im Abstiegskampf und ich will einfach nur ein paar Punkte holen, dass wir vielleicht die Liga halten können.